lang und wie tief sind die denn? So, gesamte Länge 1,2 Kilometer. Dann man kommt nicht dieser gleiche Weg zurück. Wir haben einen Eingang und einen verschiedenen Ausgang. Und dieser Ausgang ist der Originaleingang. Das war dadurch erst erforscht und entdeckt. Und tiefste Stelle sind 29 Meter. Das ist unter der Oberfläche bis zum gleich wie mit dem Meeresspiegel, weil unsere Seen sind alles Salzwasser, durch Gestein gefiltert, ist kein direkter Fluss und immer Salzwasser. Ja, man kriegt nur Süßwasser zu weit getroffen, man regnet. Und dieser Frühling ist in dieser Seite von der Insel sehr trocken gewesen. Und es tropft jetzt im Moment minimal. Aber das, man tropft es nur Süßwasser und die Seen sind alles salzig. Wie alt sind denn die Höhlen? Wie schätzt man denn, wie alt die sind? Genau wie diese, alle mit Kalkstein, alles ist, muss Kalkstein sein, zu weit bilden die Spitzen. In dieser Mittelmeeresarea, manche jetzt sind zwischen 9 bis 11 Millionen von Jahren alt. Mhm. Aber entdeckt viele später. Das war das erste Mal im September 1896. Er sagte, Mallorca ist fast genau wie ein Käse. Viele Löcher überall. Aber ganz große Höhlen zum Publikum geöffnet sind 5. Und diese hier ist die größte mit den Seen, weil es eine schöne auch große, viel höher wie hier, die von Arta in Richtung Norden Mallorca, Nordwest. Das ist auch sehr schön. Und dann gibt es ja in der Höhle Stalaktiten und Stalagmiten. Jetzt erklären Sie doch mal bitte für die Leute, die es nicht wissen. Was sind Stalaktiten, was sind Stalagmiten? Also, Stalaktiten, die von der Decke hängen und Stalagmiten, die vom Grund wachsen. Und normalerweise wachsen viel schneller die Stalaktiten, weil die muss drauf nach unten. Und für die Stalagmiten, das dauert sehr, sehr lang. Hier zum Beispiel sind Ecken, wo man schätzt, vor einem Zentimeter zu wachsen, immer über Stalaktiten, sind zwischen 40 bis 50 Jahren. Teilweise sind nicht so feucht, es dauert noch länger.